Ja, liebe Kinder, liebe Mitchristen, zum heutigen Fest ein paar Bilder habe ich mitgebracht, mit denen ich ein paar Gedanken zum Jubiläum sagen darf. Ein erstes Bild, das eingeblendet wird, für alle, die hinsehen, es ist Erntedankbild, wie wir immer am Hauptplatz Groß-Erntedank feiern. Heute ist, und für jeden Menschen, der ein Jubiläum feiert, immer ein kleines Erntedankfest. Nicht am Hauptplatz, sondern auch an den Nebenplätzen unseres Lebens. Und so darf ich heute ein Danke sagen, Mutter, Tante, Verwandten, Freunde, Mitbrüder, Mitarbeitern, alle, die da sind, vielen, denen ich Großes zu verdanken habe. Und hinter jedem Menschen, denen man so begegnen durfte, war etwas von der Liebe Gottes spürbar. Und darum soll dem Herrgott ganz besonders Danke gesagt werden für 25 Jahre priesterlichen Lebens, manch hohe, manch schwere Stunden. Umfragen sind heute sehr beliebt. Jesus hat vor 2000 Jahren so eine Umfrage gemacht. Wir haben sie im Evangelium gehört. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und diese ewig bleibende, spannende Frage, wer ist der Menschensohn? Wer ist Gott? Das ist, denke ich, die zentrale Aufgabe jedes priesterlichen Dienstes, diese Frage nach dem Geheimnis Gottes zu vermitteln. Einen Gott, wie wir es auch gehört haben im Evangelium, der das Kreuz nicht nur nennt beim Namen, sondern für uns getragen hat, aber auch vor allem ein Gott der Hoffnung und des Lebens. Ein zweites Bild von einer Pfarrreise. Ja, da ist es. Keine Sorge, ich bin da nicht mit dem Bus gefahren. Vielleicht hätten die Leute mehr Bett, wenn ich gefahren war mit dem Bus, als wir es manchmal in der Kirche beten. Ja, warum ich dieses Bild genommen habe, einerseits, weil es immer wieder schöne Erfahrungen gibt, auch mit Menschen unterwegs zu sein, nicht nur, weil ich Reisenhofer heiße, sondern es gibt da eine gute Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Sorgen, Fragen, Ängste und Hoffnungen zu teilen, ins Gebet zu nehmen, in den Gottesdienst mit hineinzunehmen. Und der Bus, der steht auch für das Unterwegssein, wie jeder Mensch seine Lebensstationen hat. Meine priesterlichen Lebensstationen, Kaplan in Heiligenkreuz am Wasen, dann in Weiz, dann an der Religionspädagogischen Akademie durfte ich Seelsorger, Studentenseelsorger und dann auch Lehrer sein. Dann Thal bei Graz, kennen vom Arnold Schwarzenegger her bekannt. Und schließlich hier auch in Hartberg. Ja, ich denke, der Priester ist ein wenig so Buschauffeur, vor allem wenn er in der Pfarrerfunktion ist. Er lenkt eine Pfarre, er führt Seelenbegleiter, Seelenführer. Und es ist für mich immer wieder eine schöne Aufgabe, auf dieser Fahrt des Lebens, auf der Reise des Lebens, jedes menschliche Leben ist doch so eine Reise, von der Geburt bis zum Sterben, von der Taufe bis zum Begräbnis als Priester zu begleiten. Und wenn man so als priesterlicher Buschauffeur unterwegs ist, heißt es manchmal Gas geben, manchmal auf die Bremse steigen, manchmal schnell schalten, manchmal geht weniger weiter, vielleicht ist ab und zu die römische Handbremse ein wenig angezogen, aber auf jeden Fall ist es wichtig, auf dem Weg zu bleiben, von dem es heißt oder wo Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein drittes Bild, da gab es einmal einen Gottesdienst am Hauptplatz, mitten am Center Court, am Beachvolleyballplatz. Warum ich das genommen habe? Die Kinder haben so schön Sonnenstrahlen vom Altar ausgelegt hin zu den Menschen. Man sieht es vom Altar weg, die Sonnenstrahlen hin zu den Menschen. Ich denke, das gehört auch zu den wichtigen Aufgaben eines Priesters und zu den Aufgaben eines jedes Christen, aber besonders zum Dienst des Priesters vom Altar aus. Sollen Linien der Gnade Gottes gelegt werden hin zu den Menschen.
oder wie ein Theologe gesagt hat, die Messe des Altares muss sich in der Messe des Lebens fortsetzen und umgekehrt soll das, was in der Messe des Lebens gefeiert wird, mitgenommen werden, wieder in die heilige Messe der Liturgie. Das Motto lautete damals Kirche am Sand. Die Sorge für die Menschen, die manchmal ganz am Sand sind, für die Leidenden, Kranken, Verzagten. Vor ein paar Tagen wieder in unserer Pfarre zwei junge Menschen in unmittelbarer Nachbarschaft haben sich durch Suizid das Leben genommen. Menschen am Sand, kein Hoffnungsblick mehr da. Und da wünsche ich uns Priestern und eigentlich jeden von uns, dass es uns immer wieder mehr und besser gelingen kann, sensibel zu bleiben, mit offenen Augen und offenen Herzen für die, die ganz am Sand sind, sie aufzurichten, zu heilen und zu trösten. Und damit komme ich zum letzten Bild. Es stammt vom Ostermorgen. Ostermorgen am Kalvarienberg. Der Segen beim Ostermorgen am Kalvarienberg. Ich denke, als Priester ist man besonders dazu berufen, ein Segnender zu sein, für andere zum Segen zu werden, damit die Menschen auf den Kalvarienbergen ihres Lebens nicht verzagen. Vom ersten Primizsegen an bis heute zählt es für mich zu den schönsten Aufgaben, Menschen zu segnen. Der Priester kann aber auch nur den Segen weitergeben, weil er ein Gesegneter ist, in der Kraft Gottes oder vor 25 Jahren durch die Handauflegung des Bischofs ein Gesegneter, ein Geweihter wird, wie ich auch jetzt noch immer wieder zu Hause meinen Segen kriege, ich meine mit dem Weihwasser von der Mutter und Tante. Und so wünsche ich auch uns allen, dass uns das da und dort gelingt, füreinander ein wenig zum Segen zu werden. So schließe ich mit meinem Primitspruch des Jesuitenpaters Karl Rahner, dass uns da und dort das gelingen möge, wenn ich dem und jenem in meinem Leben ein ganz klein wenig helfen konnte, den Mut zu fassen, mit Gott zu reden, an ihn zu denken, an ihn zu glauben, zu hoffen und zu lieben, dann meine ich, ist das Leben der Mühe wert gewesen. Amen. Liebe Mitfeiernde unserer heutigen Gottesdienstgemeinschaft, vor allem aber, lieber sehr geehrter Herr Dechand, lieber Herr Pfarrer, manches, was an einem Tag und zu einem Anlass wie heute zu sagen wäre, habe ich versucht, im Pfarrblatt auszudrücken, dem Zentral- und Regionalorgan unserer Pfarre sozusagen. Ich will es jetzt nicht wiederholen. Meine Worte möchte ich mit zwei Gaben verbinden, die wir dir anlässlich deines heutigen Jubiläums geben möchten, für deinen priesterlichen Dienst, wie wir hoffen und wünschen, für die wenigstens nächsten 50 Jahre. Das eine ist eine Schale. Sie passt zu deinem Primizkelch und will ihn ergänzen. Eine Schale ist offen. Sie ist bereit zum Geben.
für deine Offenheit und alles, was du uns gibst und schenkst, ein herzliches und aufrichtiges Danke und vergelt's Gott. Diese Schale ist mit Edelsteinen besetzt. Du bist so ein edler Stein, mittendrinnen zwischen den Schildbacher und Löffelbacher Muschelkalkbrocken, den Staudacher Ringviertler und Anninger Gneis und Klimmerschiefermugeln und den sonstigen Konglomeraten von Benzendorf über Wolfgrub, Eckendorf, die Stadt Hartberg, Haversdorf, Schölbing, Safenau bis hinunter nach Hopfau und Buch und hinüber bis Dombach, Siebenbrunn und Flattendorf. Ein Edelstein in diesem Haufen, der sich Pfarre Hartberg nennt. Ein Glücksfall aus dem Feistritztal. So ein außergewöhnlicher Stein erregt natürlich Aufmerksamkeit, vor allem dann, wenn er vorwärts rollt, wenn er sich an Orte begibt und göttlichen Glanz verbreiten will, wo andere nur weltlich teuflisches Geröll vermuten. Das ruft Neid hervor und muss bisweilen sogar an- und aufgezeigt werden. Fast wäre ich geneigt, oststeirisch und ein wenig banal profan zu sagen, scher dich nix. Letztverantwortlich bist du deinem obersten Eckstein und der freut sich an vielfältigen, bunten, lebendigen Steinen, die aus Kirchenmauern heraustreten und sie bisweilen sogar sprengen. Eine Schale ist aufnahmebereit. Danke, dass du uns als deinen Steinhaufen, und immerhin sind wir so an die 10.000 von Granitschädeln bis zu weichen Sandkörnern an- und aufnimmst. Die zweite Gabe ist eine Albe, Zeichen für das Priesterliche, aber auch des Königlichen. Du bist ein König des ansprechenden und berührenden Wortes. Du hast das rechte Wort am rechten Ort, aus der Überzeugung heraus, dass du eine frohe, eine fröhliche Botschaft verkündest. Du weißt, dass der Glaube eine Wissens- und Verstandesdimension hat, vielmehr aber bist du dir dessen bewusst, er ist eine Herzenssache. Das Steinerne muss Fleisch werden. So gesehen bist du auch ein König, der die Herzen berühren will, ein Herzkönig eben. Priester sein in der heutigen Zeit ist sicher nicht einfach, und immerhin hast du jetzt ja schon 25 Jahre Erfahrung. Vor allem dann nicht, wenn man es allen recht machen will und es letztlich doch nicht kann. Von der hohen Würde bleibt oft noch die große Bürde. Und möglicherweise denkst du ab und zu, hab's mir gern. Du bist ein Freund der Kürze und ein Freund des Prägnanten. Daher möchte ich am Schluss das, was uns heute als Pfarre Hartberg bewegt, kurz und prägnant ausdrücken. Lieber Herr Dechand, Herr Pfarrer, lieber Joe, wir haben die gern. Hochwürdiger Herr Dechand, hohe Geistlichkeit, werter Herr Staatssekretär, Herr Bürgermeister, werte Festtagsgäste, sehr geehrte Damen und Herren. Heute ist für uns alle ein besonderer Tag und wir freuen uns mit dir, hochwürdiger Herr Dechand, dein silbernes Priesterjubiläum oder wie du gesagt hast, deinen Erntedank mit dir feiern zu können. Ich spreche sicher vielen Bürgerinnen und Bürgern der Pfarre Hartberg und des gesamten Dekanats Hartberg aus dem Munde und vor allem aus der Seele, wenn ich sage, wir sind sehr froh, glücklich und dankbar, dass wir dich haben. Als Stadtpfarrer, der Bezirkshauptstadt Hartberg, Fürstenfeld, als Dekanat, als Dechant des zentral in unserem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gelegenen Dekanats, umrahmt vom Dekanat Waltersdorf im Süden und vom Dekanat Vorau im Norden. Als einer, der in der Region geboren und aufgewachsen ist, kennst du bestens die Sorgen und Anliegen der Menschen in unserem Bezirk. Du kennst diese aber nicht nur, du nimmst dich auch um deren an. Deine heiligen Messen, deine Veranstaltungen
Und deine besonderen kirchlichen Aktionen sind weit über unsere Bezirks- und Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Wenn du für deinen Gottesdienst eine besondere Örtlichkeit wählst, ist dies für mich ein Zeichen, dass du den Menschen entgegengehst. Ebenso sehe ich die Übertragung der Heiligen Messe im Internet. Und die Menschen danken es dir durch eine übergroße Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Zuseherinnen und Zusehern. Auch heute, muss ich sagen, diese Messfeier einmalig, lebendig, motivierend, unter Miteinbeziehung der Kinder und Jugendlichen. Und ich muss sagen, ich glaube, mehr Ministranten und Ministrantinnen gibt es nicht einmal im Grazer Dom. Du hältst deine Gottesdienste nicht in lateinischer Sprache, sondern wählst Worte, die jeder versteht. Häufig besinnlich und zum Nachdenken anregend, manchmal etwas ironisch, sehr oft aber humorvoll. Stets aber aussagestark, kurz und prägnant. So will auch ich es heute halten. Namens des Bezirkes und im eigenen Namen gratuliere ich dir zu deinem runden Priesterjubiläum besonders herzlich. Ich danke dir für die Zusammenarbeit und Unterstützung, für die aktive Mitwirkung in unserem Sozialpartnering, wo es um die Anliegen und Angelegenheiten des gesamten Bezirkes geht, und ganz allgemein für deine Bemühungen zum Wohle der Menschen in unserem Bezirk. Ich wünsche dir und uns allen, dass du den eingeschlagenen Weg weiterhin und für lange Zeit fortsetzen mögest. Herzlichen Dank und alles Gute. Lieber Herr Pfarrer, wir Kinder der Ressauer Volksschule und Volksschule Flattendorf haben sich mit unserer Reli über dein Priestersein und dein Priesterjubiläum so einige Gedanken gemacht. Dir gelingt es immer wieder, den Glauben ins Rollen zu bringen. Das finden wir toll. Dafür bekommst du heute von uns einen Fußball geschenkt. Durch deinen großartigen Einsatz im Spielfeld des Glaubens bekommen Gott und Jesus einen fixen Platz im wunderbaren Spiel unseres Lebens. Dafür sind wir sehr dankbar. Das haben wir insgesamt ungefähr 160 Kinder auf einem 25 Meter langen weißen Band festgehalten. Ich weiß schon, dass normal ein Fußball nicht aufgeht, aber dieser geht auf. Und bitte jetzt öffnen. Ja. Jeder Meter soll dich an ein Jahr in deinem Priesterdasein erinnern. Und bitte das Dick so lösen. Das muss ich lösen? Ja. Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön, dass du unser Pfarrer und Dächern bist. 25 Meter. Auf. Dankeschön. Ja, danke euch sehr. Das Anbandeln ist gesichert, ja. When Jesus walks.